Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Geometrie ist heute angesagt. Wir schauen uns das Dreieck an und ich erkläre euch, wie man den Umfang berechnet. Hier seht ihr das Dreieck. Klein c 6 cm, klein a und klein b jeweils 5 cm. Die Formel für den Umfang, also u von einem Dreieck, ist gleich klein a plus klein b plus klein c. Man kann also die drei Strecken einfach addieren. Wenn ich das Ganze farblich gestalten möchte, dann könnte ich sagen, klein c ist grün, klein a rot, klein b blau. Dann könnte ich aufschreiben, Umfang vom Dreieck ist also 5 cm plus 5 cm plus 6 cm. Das kann ich im Kopf. 16 cm. Der Umfang von diesem Dreieck hier oben ist also 16 cm. Okay. So, zum Schluss noch drei Wünsche von mir. Erstens, wenn es euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir. Und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr jetzt www.lehrer-schmidt.de. Okay, das war's.